Servus. Ich sitze in Zypern in meinem Büro, probiere eine Videoaufnahme zu arrangieren mit dem Thomas. Der ist in Stuttgart auf der Messe Invest. Und was da so los ist, hört ihr nach dem Einspieler. Und da ist er auch schon. Thomas, du stehst mitten Hey, auf der Invest. grüß dich. Jo, grüß dich, Flo. Ich bin in Stuttgart auf der Invest und ja, hier ist einiges los. Überraschenderweise sehr viele Besucher, sehr viele Aussteller und es geht richtig was ab. Und was ist das für ein Monster gewesen, das gerade an dir vorbeigelaufen ist? Oh, das weiß ich auch nicht. Jeder will natürlich hier um Aufmerksamkeit buhlen und deswegen werden irgendwelche Menschen in Stofftiere gepackt oder legen sich ins Bett. Kleiner Spoiler, ich lag schon im Bett, im Goldbett von Xetra Gold und bin fast eingeschlafen. Und ja, hier versucht jeder ein bisschen laut zu sein. Jeder versucht ein bisschen was nach vorn zu bringen, ein paar Aktientipps durch die Menge zu brüllen. Und ja, wir machen hier einen kleinen Rundgang nebenbei. Der Kollege läuft durch die Halle und wir können uns weiter unterhalten. Oh, das ist super. Sag mal, das sieht ja schon relativ voll aus, dafür, dass bei euch gerade mal 2 Uhr mittags ist oder 3 Uhr mittags ist, scheint es ja recht gut zuzugehen. Ja, also ich kenne die offiziellen Besucherzahlen nicht. Ich denke mal, es sind bestimmt 5.000, 6.000 Leute heute und über die 3 Tage werden es bestimmt wieder 12.000 bis 15.000 Leute sein. Also hier ist richtig was los und auch wirklich wissende Anleger. Und wir kennen das ja früher von Messen, dass viele immer gekommen sind, um irgendwelche Werbegeschenke abzugreifen, Giveaways. Die gibt es nicht mehr. Und zwar aus ESG-Gründen. Damit das nicht mehr weggeworfen wird, damit es keinen Müll mehr gibt, gibt es keine Giveaways. Also keine Kugelschreiber mehr, keine Luftballons, irgendwas an den Ständen, sondern wirklich nur Inhalt. Das finde ich sehr, sehr super. Aber es zeigt, dass auch wenn die Leute keine Bonbons kriegen, sie trotzdem zur Messe kommen, sprich, sie interessieren sich wirklich für das Thema Geldanlage. Ja, so ist es. Also, und jetzt nicht nur heiße Tipps, sondern eben auch Goldanlagen, ETFs, Immobilien, und die Vorträge sind gut besucht. Also, ich habe viele Bekannte getroffen aus der Branche, aber auch Journalisten, die hier, gestern gab es einen Journalistenpreis übrigens hier, der wurde in Stuttgart verliehen, gab es auch einen YouTuber oder einen Influencerpreis, Finanzfluss hat ihn gewonnen, auch herzlichen Glückwunsch von unserer Seite aus, hat natürlich ein paar mehr Abonnenten als wir derzeit, aber kann ja noch kommen, ja, also Ganz ruhig, die Thomas, ganz ruhig, Influencer. Thomas. Nächstes Jahr räumen wir da alles ab. Sag mal, das Thema Krypto, groß oder nicht groß auf der Invest? Eher klein. Also Krypto hat ja schon einen ziemlichen Boom wieder erlebt, aber ich sehe es jetzt nicht so, dass jetzt hier überall Krypto steht und dass Bitcoin und Co. jetzt ein großes Thema ist. Sie sind da, ja, aber nicht so prominent. Okay, da ist das Thema Gold schon größer. Da ist das Bett, in dem du eben gebettet hast, nehme ich an. Genau, da lag ich und da liegt auch einer drin. Also dem seine Aufgabe ist es, den ganzen Tag im Bett zu liegen und die Leute legen sich auch zu ihm dazu. Und ja, und unterhalten sich und irgendwann müssen sie natürlich wieder aussteigen. Er bleibt aber liegen und das Thema ist, mit Gold bin ich gut gebettet. Okay, ich verstehe. Ich meine, die Jungs haben auch einen Rekordhoch nach dem anderen gesehen in den letzten Wochen. Von daher glaube ich denen, dass die verdammt gut schlafen können. Zertifikateindustrie, du hast schon gesagt, eine Menge alter Kollegen da. Irgendwelche besonderen Neuerungen? Gibt es irgendwelche Produkte, wo man sagt, wow, oder gibt es irgendeinen Aufreger an irgendeinem Stand, wo du sagst, das ist was, was ich bisher in der Form noch nicht gesehen habe? Nein, Business as usual würde ich sagen. Es gibt ja eine sehr umfangreiche Produktpalette. Morgan Stanley ist da und hat einen Lego-Meister geholt. Wir haben ja vor Jahren mal einen Lego-Bullen auf die Börse gebaut und der gleiche Lego-Spezialist hat hier, ich glaube, wir kommen jetzt zum Morgan Stanley-Stand, aus Lego eine kleine Welt zusammengebaut, eine 0-Euro-Welt bei Comdirect und dann auch eine DAX-Tafel. Da wird der Benny gleich nochmal draufgehen. Also wenn man hier versucht, jeder ein bisschen Marketing zu machen, ein bisschen Inhalt rüberzubringen. Wirkliche Produktneuheiten gibt es eigentlich nicht. Okay. Wie hoch glaubst du, ist der Immobilienanteil, wenn du jetzt mal guckst? Unter 5%, also relativ gering. Ich habe einmal was gesehen, interessanterweise aus Zypern, Immobilienanlagen in Zypern, aber mehr habe ich im Moment nicht gesehen. Das hast du mir auf dem WhatsApp Betongold. geschickt. Das hast du mir auf dem WhatsApp geschickt. Das war aber Nordzypern, also der Okay. von den Türken besetzte Teil.
Die Republik Zypern, die Bestandteil der Europäischen Union ist, ist übrigens auch sehr interessant. Das, auch wenn du davon noch keinen Stand entdeckt hast. Ja, also ich habe nur einen Immobilienstand gesehen, habe aber auch nicht extra explizit danach gesucht. Okay, und sag mal, ich habe gehört, dass Stuttgart dieses Wochenende auch eine Oldtimer-Messe hat. Also der Gebrauchtwagen als Geldanlage sozusagen mit Fun-Faktor und persönlich rumfahren. Kriegt ihr davon was mit? Siehst du eine Menge Leute, die hinüber und rüber gehen, die sich da auch für interessieren? Oder kommen die Leute tatsächlich nur wegen der Invest? Also ich sehe nur die Invest-Leute. Ganz nebenan ist die Halle mit den Oldtimern, habe ich auch schon mal reingeguckt. Ist ganz interessant, kann aber nicht abschätzen, wie viele Besucher da sind. Ich vermute, es könnten mehr sein als auf der Invest. Okay, verstanden, verstanden. Gab es gestern beim Journalistenpreis noch irgendwelche Überraschungen? Du hast schon gesagt, es gab auch einen Preis für Influencer, und so weiter. Gab es sonst irgendetwas Besonderes? Ist noch irgendetwas anderes da, was du uns mitteilen möchtest, was ganz, ganz auffällig ist dieses Jahr, was sich unterscheidet vielleicht von den letzten Jahren oder was eine Neuerung ist? Also auffällig ist, dass die Stimmung gut ist, die Börse ist gut, keiner hat Angst jetzt vor dem Crash. Der Mai könnte ein bisschen unruhiger werden. Wir haben auch ein paar Stimmen eingefangen, ein paar Tipps, die werden wir dann auch im Laufe der Woche mal ausspielen. Es gibt eine Blogger-Lounge, eine Influencer-Lounge, da können die Besucher ihre Influencer treffen und dort quatschen. Das gab es aber auch schon letztes Jahr, nur dieses Jahr eben alles ein bisschen voller, ein bisschen mehr los. Okay, aber wenn die Laune gut ist und die Leute gut drauf sind und es ist voll, gibt es da auch welche, die sagen, das kippt jetzt langsam? Also man sagt ja immer im Volksmund, sage ich jetzt mal, spätestens wenn die Zahnärzte einsteigen, dann ist Zeit auszusteigen aus dem Aktienmarkt. Also Zahnärzte sehe ich hier keine, beziehungsweise hat sich keiner zu erkennen gegeben. Wir haben keine Euphorie. Also ich würde das nicht als Indikator sehen, dass der Markt übertreibt, dass wir jetzt zu viel Euphorie haben. Ist eine gesunde, stabile, positive Stimmung. Und das ist eigentlich kein Kontraindikator. So, das nehmen wir jetzt als Abschlusswort. Ich glaube, besser geht es nicht. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt von unterwegs eben zu mir zu schalten. Ich mache das hier gleich alles fertig und dir noch weiterhin viel Spaß heute auf der Invest. Danke, Flo. Alles Grüße, alles Gute und viele Grüße aus Stuttgart.